Janina lebt mit ihren Eltern in einer polnischen Kleinstadt nahe der deutschen Grenze. Als der Krieg ausbricht, flieht die Familie zusammen mit den Großeltern nach Warschau. Dort verlässt sie Janinas Vater, um sich bei der Armee zu melden. Danach hören sie nichts mehr von ihm. Warschau wird bombardiert. Bald ist Polen besiegt. Mutter und Tochter machen sich zusammen mit den Großeltern auf den Weg nach Hause. Kaum sind sie zurückgekehrt, erhebt ein Nachbar, der sich jetzt als Deutscher zu erkennen gibt, Anspruch auf ihre Wohnung. Gleichzeitig erfahren sie, dass auch die Großeltern soeben aus ihrer Wohnung ausgewiesen worden sind. Den kannst du haben. Also, den schenke ich dir. Sophie, gnädige Frau, Sie dürfen den Mut nicht verlieren. Sie werden Ihnen nichts tun. Jeden Augenblick dachte ich, müsse irgendetwas geschehen. Und sich die Deutschen in Luft auflösen. Aber nichts geschah. Und die Deutschen blieben. Später am selben Tag zogen die Großeltern nach draußen in die Mühle. Auf der Straße sein. Wir zogen hastig unsere Mäntel an. Mutter trug rasch irgendwelche Kleidungsstücke zusammen, die dann doch liegen blieben. Sie nahm ihre Reisetasche und ließ schließlich auch die stehen. Am Ende gingen wir einfach hinunter und nahmen überhaupt nichts mit. Name? Bruno Kaminski. Name? Salomon Herschel. Name? Davidovich. Anschließend.
Ich muss mal, Mama, wo kann man denn hier? Ausgerechnet jetzt. Da hinten. Niemand mehr rein. Wissen Sie, welche Strafe draufsteht? Ich hätte Sie erst gar nicht ins Haus lassen sollen. Sie machen mir sofort auf, wenn er Davidowitsch zurückkommt und erfährt, wie Sie sich uns gegenüber benehmen. Was meinen Sie, was er dann mit Ihnen macht? Ich rühre das Siegel nicht an. Sie sollen ja auch nur die Tür aushängen. Verdammt noch mal. Sie wollen nicht? Dann mache ich es Ihnen selbst. Warten Sie, ich mache das schon. Los, kommt. Haltet die Tür ruhig, dass sie nicht kippt. Ist gut. Muss in sich ganz ruhig bleiben. Vorsicht, passt bloß auf das Siegel auf. Nina, komm! Die Droschke kommt gleich. Machen Sie schnell, bitte. Ja, ja, sofort. Mehr kriegen wir nicht mit. Und was ist mit der Tür, Stanislav? Jetzt bin ich mit meinen Söhnen schon in Ordnung. Zur Kowalski-Mühle. Rasch! Bitte fahren Sie rasch! Hast du dir vorhin den Fuß verletzt? Nein, der Absatz ist... Thank you.
Es wurde bereits dunkel, als wir die Mühle endlich erreichten. Großmutter hatte Kerzen angezündet und sie ins Fenster gestellt, damit wir ihren Schein sehen konnten. Was war mit den anderen Mitgefangenen im Hof geschehen? Wir wussten es nicht und wir haben nie mehr etwas von ihnen gehört. Einige Tage später fuhren wir mit den Großeltern wieder nach Warschau. In einer Großstadt, so dachten wir, würden wir eine viel bessere Chance haben, unterzutauchen. Eine Zuflucht fanden wir in der Wohnung von Herrn und Frau Gold. Ihre Tochter hieß Sarah. Simon, ihr Mann, verkaufte und reparierte Lampen in seinem kleinen Laden im Erdgeschoss. Er bildete sich viel auf seine Stimme ein. Beide liebten wir das Kino. Zwei, drei, über die Prärie ziehen die Sterne zu dir. Bringen sollen sie eine Botschaft von mir. Wann wirst du mein? Ich harre ja dein. Komm in die Prärie. Wollt ihr nicht endlich aufhören mit diesem Krach? Simon! Dieses Gesinge den ganzen Tag halte ich einfach nicht aus. Nina, komm sofort her. Entschuldigung, du störst den guten. Ich werde noch ganz Schucke, wenn dieser Mann immer zu sehen. Wie oft habe ich dir gesagt, du bist hier nicht zu Hause. Ich habe ihm doch nur geholfen. Die Melodie, die der Wind nicht gebracht. Nicht kochen? Ich habe das immer eine halbe Stunde gekocht. Nein. Sophie, das Dienstmädchen meiner Großeltern, war uns nach Warschau nachgereist. Sie wohnte bei ihrer Schwester. Ab und zu half sie bei uns aus. Also ich frage mich, wo sie das immer alles auftreibt. Ich gehe eben ganz früh auf den Markt. Da bekommt man noch alles, was man braucht. Und wie früh ist früh? Das Geld ging zu Ende. Großvater konnte keine Arbeit finden. Von Mamas Schmuck und Kleidern würden wir noch eine Weile leben können. Doch was dann? Wenn ich einen Beruf erlernt hätte, außer der Liebe zur Kunst, hat man mir nichts beigebracht. Wie Tosca. Nur der Schönheit weihte ich mein Leben. Das Wetter ändert sich. Ich spüre es in der linken Schulter. Frau Gold und Sarah hielten sich und ihre Familie mit Heimarbeit über Wasser. Sie luden uns ein, mitzumachen. Sind da. Sie machen Haussuchung. Mein Gott, was die bloß suchen. Die Wolle, die Wolle. Wenn sie die Wolle finden, die nehmen uns mit. Die verhaften uns. Ins Bett schauen sie doch zuerst immer. Jetzt sind wir dran. Opa. Die Wolle. Wir werden alle eingesperrt, wenn sie die Wolle finden. Die erschießen uns. Wolle. Jetzt mach dir nicht in die Hosen. Die Wolle. Parterre haben sie alles kurz und klein geschlagen. Die Wolle. Vielleicht haben sie einen Wink gekriegt. Du hältst besser den Mund, wenn sie da sind. Mach doch dem Baby mit Lippenstift ein paar Flecke ins Gesicht. Meinem Baby? Bist du übergeschnappt? Die haben doch so Angst vor ansteckenden Krankheiten. Frau Fischer hat mir gesagt... Die eure Papiere. Sie verlangen immer zuerst die Papiere. Nie weiß man, was sie umlegen. Ja.
Aus Nummer 11 haben Sie zwei Leute mitgenommen, trotz Ihrer Papiere. Sind eure Papiere in Ordnung? Die Ausweise? Sie... Wolle? Befindet sich hier Wolle? Nein. Wie viele Leute wohnen hier? 7 Erwachsene, ein Kind und ein Baby. Wir stehen da wie auf einer Fotografie. Nina. Wenn wir Wolle finden, könnt ihr was erleben. Sie können alles untersuchen. Seit Kriegsbeginn habe ich keine Wolle mehr gesehen. Haust ihr alle hier zusammen? Ja. Nicht zu glauben. Na, was hast du denn da? Wer ist denn das da? Meine Tochter. Hier ist die Geburtsurkunde. Na, unmöglich. Sie können doch nicht so eine große Tochter haben, Fräulein. Ich bin halt schon lange verheiratet. Wollen Sie die Papiere sehen? Wir wissen nicht, was ihm fehlt. Für diesmal habt ihr noch Glück gehabt. Glaubt ja nicht, dass ihr uns verscheißern könnt. Dass unsere Papiere in Ordnung waren, das hat sie beeindruckt. Naja. Zu meinem Geburtstag bekam ich von Mutter ein Buch geschenkt. Klein Dorrit von Charles Dickens. Mutter wollte mich von der Lektüre der billigen Filmmagazine abbringen. Zwar besaß die kleine Dorrit goldblonde Locken, trotzdem wurde sie schnell meine Schwester, meine unzertrennliche Freundin. Nina! Ist was passiert? Vater lebt. Wo? Wo ist er? In Russland, in der Ukraine. Er hat jemand geschickt, um uns zu holen. Wir werden zu ihm gehen. Der Mann sagt, er wird uns über die Grenze bringen. Bei Nacht natürlich. In der Dunkelheit, quer über die Felder? Das kann ich nicht mehr. Und ich gehe nicht ohne dich. Du solltest dabei nicht an uns denken, Celia. Wer ist dieser Mann? Kann man ihm trauen? Ungefährlich ist es ganz gewiss nicht. Wenn Vater jemand geschickt hat, dann... Kinder sollten ruhig sein, wenn Erwachsene reden. Russland, Ukraine. Wäre das wirklich eine so gute Idee? Der Krieg kann doch nicht ewig dauern. Das ist wahr. Offensichtlich ist er noch im russisch besetzten Polen. Aber er hofft, dass er bis hinter den Ural versetzt wird. Und dorthin will er uns mitnehmen. Was er dort macht, steht nicht im Brief. Aber es geht ihm wohl ganz gut. Gott sei Dank. Ural? Das ist doch schon Asien. Ja, tatsächlich. Vielleicht sollten wir Nina allein zu ihm schicken. Ich würde mir nie verzeihen, wenn ihr hier etwas zustoßen sollte. Allein kann sie nicht gehen. Das würde sie auch gar nicht wollen. Nicht wahr? Nina? Ich glaube doch. Um zu ihrem Vater zu kommen? Ja. Du hast recht, Mutter. Es wäre jetzt selbstmörderisch. Wir sollten abwarten, bis es milder wird. Ja. Bis zum Frühjahr wird sich die Lage wahrscheinlich längst geklärt haben.
Russland. Was meint ihr, was man da mitnehmen könnte? Ach, ich glaube kaum was. Nur, was wir selber tragen können. Ich lasse meine Sachen nicht zurück. Wir haben schon so viel verloren, ich will den Rest nicht auch noch verlieren. Naja, Marek sieht das alles ziemlich unrealistisch. Ich glaube, dass er die Sache nicht ganz durchdacht hat. Na, die Deutschen werden uns nicht gleich alle umbringen. Ich sage dem Mann Bescheid, dass wir es uns noch überlegen. Wie Kinder haben sie sich benommen. Die waren nicht einmal betrunken. Sie haben gelacht. Sie haben nur gelacht. Der Winter 1940 schien kein Ende zu nehmen. Ich fand in Großvater einen unerwarteten Freund. Zusammen zogen wir durch die Gassen der Altstadt, weit weg vom Gewirr unserer schmuddeligen Straßen, bestaunten die Fresken an alten Häusern und bizarre Ladenschilder, bis es dunkel wurde. Wurstsemmel 1,20, Semmel 10. Naja, eine Semmel kann dir ja kaum schaden. Na, also dann. Großvater, kann ich nicht eine Wurstsemmel haben? Na ja. Und dazu eine Gurke. Dann wirst du zum Abendbrot nichts essen können. Doch, ich werde alles aufessen. Deine Mutter wird mir vorwerfen. Ich werde es niemand sagen. Hier, schau mal, ist der nicht hübsch? Mhm. Deine Mutter, als sie so alt war wie du, da hatte sie auch so einen Goldfisch. 3 Jahre hat er gelebt. Vielleicht können wir für Mami einen kaufen. Frau Gubitsch, entschuldigen Sie bitte. Ich hoffe, sagte Klein Dorrit, Sie werden meinen Vater nicht verkennen. Beurteilen Sie ihn nicht, Sir, wie Sie andere außerhalb der Gefängnistore beurteilen würden. Er ist schon so lange dort. Ich kann begreifen, dass er in manchen Dingen anders geworden sein muss. Klein Dorrit zögerte, begann zu zittern, und Tränen stiegen ihr in die Augen, fielen aber nicht. Nicht etwa, sagte sie dann in festerer Haltung, nicht, dass er sich über etwas zu schämen hätte oder dass ich mich für ihn schämen müsste. Er will nur verstanden werden. Ich bitte nur darum, dass man billigerweise sein Leben berücksichtigt. Wenn je Stolz unschuldig war, so war er es bei Klein Dorrit, als sie sich ihres Vaters rühmte. Er ist nicht zu tadeln wegen seiner Armut, der arme, liebe Vater. Wer könnte so lange im Gefängnis leben und wohlhabend sein? Welche Liebe lag in ihren Worten? Welches Mitleid in ihren unterdrückten Tränen?
Komm bitte zurück. Ich weiß, du bist ganz nah. Ich halte es nicht länger aus ohne dich. Das allererste, was ich nach unserer Heimkehr mache, ich wechsle endlich die Vorhänge aus. Ja, das hätten wir schon vor einem Jahr tun sollen. Damals hatte ich doch den Stoff noch nicht, den ich haben wollte. Dieser Dworski hat mich im Stich gelassen. Da mach dir keine Sorgen. Jetzt haben sie die Deutschen. Ach, bestimmt nicht. Als ich im November zu Hause war, da hingen sie noch an den Fenstern. Niemand wollte diese lumpigen Gardinen haben. Wir haben sie damals nicht abgenommen, weil doch erst das Zimmer gemacht werden sollte. Erinnern Sie sich noch? Ja, richtig. Aber diesmal lasse ich nur streichen. Nicht tapezieren. Aber wenn schon streichen, dann gehen wir nur zu Schopieski. Nein, nein. Der hat mich auch schon mal sitzen lassen. Komm. Ich hol dir noch ein Kissen. Können wir mit dir wieder nach Russland zurück? Ich fürchte, das ist jetzt unmöglich, mein Liebling. Mach deinem Vater keinen Kummer. Wie soll ich denn da meine Einkäufe machen? Sie kaufen doch sowieso nur bei Juden. Was macht denn das für einen Unterschied? Und das geht immer so weiter. Neuigkeiten und Gerüchte kamen aus der Stadt und sie waren zum Fürchten. Ach, ich hasse sie. Ich hasse sie. Das Ghetto nahm Gestalt an. Die Juden wurden aus anderen Stadtteilen vertrieben und in unser Viertel gepfercht. Die Lage verschlechterte sich unaufhörlich. Ohne erkennbaren Plan wurden Mauern errichtet. Man nannte sie Epidemieschutzmauern. Sie waren 3 Meter hoch und oben auf der Kante mit Glassplittern versehen. Jetzt haben sie uns, wo sie uns immer haben wollten. Alle auf einem Haufen. Und was wird nun mit uns? Hä? Die Kamelitzka-Straße haben sie auch schon abgesperrt. Da haben wir's. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Und morgen? Tja, morgen. Wer weiß schon, was morgen sein wird. Vater hörte zu und sein Gesicht wurde immer düsterer. Es war klar, wir saßen in der Falle. Jetzt gab es wirklich kein Zurück mehr. Er war ein Gefangener wie wir alle. Während du weg warst, hat sich hier einiges getan. Hast du schon eins von den Dingen? Jüdische Ärzte dürfen nur noch Juden behandeln. Ja, und Bus und Straßenbahn fahren dürfen wir auch nicht mehr.
D6. Wasser. 4A. Wasser. D7. Treffer. Du hast mein U-Boot versenkt. Als ich durch Warschau geirrt bin, damals auf der Suche nach euch, den ganzen Tag habe ich deinen Namen gerufen. Ja, ich weiß. Ich habe dich gehört. 5E. Treffer. Marek, nimmst du mal? Ja, ja. Nina! Kontrolle! Kontrolle! Ausweise vorzeigen. Aufstehen! Los, aufstehen! Aufstehen! Komm! Kennkarte beantragt. Mhm. Sie haben bei den Russen gearbeitet? Ja. Warum sind Sie zurückgekommen? Ich wollte zu meiner Familie. Hierher? Freiwillig? Ja. Verrückt. Durchsuchen! Bitte, was suchen Sie? Schnauze! Obwohl es Juden verboten war, Straßenbahnen und Busse zu benutzen, wagte sich meine Mutter mit mir aus dem Ghetto heraus bis in die Parkanlagen Warschaus. Frische Luft muss das Kind haben, sagte sie. Bevor wir uns auf den Weg machten, legte Mutter die Armbinde ab. Hier hast du ihn wieder. Los, wir fahren. Wir fahren. Hopp! Geh hin zu ihnen. Die lassen dich schon mitspielen. Na ja, jetzt geh schon. In diesem Alter sind sie noch so schüchtern. Warum ist Ihre Tochter nicht in der Schule? Sie ist gerade dabei, die Schule zu wechseln. Die meinen gehen morgen wieder. Die Kleine hatte die Masern. Aber jetzt kann sie niemand mehr anstecken. Wie heißt du denn? Janina. Sie heißt Nina. Ah ja. Christina! Ach, die kommen schon wieder. Wahrscheinlich sind sie bei der Schaukel.
Warum gehst du nicht ein wenig herum? Vielleicht findest du sie bei der Schaukel. Ist immer viel zu kurz. Ja, wenn man sich eingewöhnt hat, muss man wieder weg. Schauen Sie sich mal die Kleine an. Du bist wohl ein bisschen kurzsichtig, was? Ja, das wäre schon eher was. Das war unser letzter Ausflug. Unsere Lage wurde in diesem Sommer immer schwieriger. Wir hatten wieder mal kein Geld. Vater suchte Arbeit. Mutter begann zu verkaufen, was von unserer Habe übrig geblieben war. Nein, nicht nichts. Ich hab's dir doch dreimal erklärt. Ach, wie kann ein intelligentes Mädchen wie du in puncto Mathematik nur so begriffsstutzig sein? Das ist doch Algebra. Für Algebra habe ich einfach keinen Sinn. Wenn dein Vater so klug ist, dann frag ihn doch mal, warum er nicht studieren wollte. Weil ich dich stattdessen geheiratet habe. Das war doch nicht der Grund. Und das weißt du ganz genau. Meine Eltern hätten uns unterstützt, wenn du studiert hättest. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich keine Unterstützung wollte? Er war glänzend in der Schule. Oh ja, du hättest alles haben können, wenn du nur studiert hättest. Wir hätten ins Ausland gehen können. Ach. Was beklage ich mich? Meine Eltern haben mich ja gewarnt. In Russland habe ich mich ganz gut durchgeschlagen. Dann frage ich mich, warum du überhaupt zurückgekommen bist. Dein Charme. Dein Charme ist inzwischen verschlissen. Verdammt noch mal! Wenn der Krieg vorbei ist, dann bist du von meiner Anwesenheit befreit. Wenn sie nicht wäre... Nun, was tust du heute für sie, was? Wenn man fragen darf? Keine Sorge. Ich krieg schon was. Ich bin nicht wählerisch. Ich will nicht jedes Mal zu meiner Mutter gehen müssen, damit ich für mein Kind was zu essen kaufen kann. Du könntest einen Mantel verkaufen. Der ist ein Geschenk von Mutter. Überhaupt alles, was ich besitze, stammt von meinen Eltern. Als wir geheiratet haben, da hattest du bloß zwei Paar Schuhe und beide hatten Löcher. Ja. Sag mal, warum musst du immer wieder darauf herumreiten? Weil es mich fertig macht. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Wann hast du eigentlich zu Recht? Was? Ach, es spielt keine Rolle. Ich sage dir, es spielt keine Rolle. Doch, für mich spielt es eine Rolle. Also so geht das nicht. Was für ein wunderschönes... Na, was sagen Sie dazu, Frau Katz? Selbstverständlich geht das. Und es wird ganz herrlich. Sie kann doch keine roten Strumpfbänder tragen. Und warum nicht? Das ist doch für ein Kind ganz unmöglich. Schließlich ist sie doch Schneewittchen. Einen so schönen Apfel habe ich lange nicht gesehen. Was macht sie denn jetzt?
Sie wird sie noch umbringen. Sie probt ihre Rolle. Ach so? Oh. Wo bin ich? Was ist mit mir? Oh. Hör sofort auf damit, Nina. Oh, was ist denn das für eine Stimme? Was für eine Stimme höre ich? Träume ich oder bin ich wach? Oh, komm ich mal hier, Schatz. Ja. Aber machen Sie es bitte nicht zu lang. Nein, nein. Kommt erst mein Prinz zu mir und führt mich fort. Von hier ziehen wir beide ins Himmelsschloss ein. Ach, wer könnte wohl glücklicher sein? Wenn ich gewusst hätte, was das für Mühe macht. Wissen Sie, Frau... Davidowitsch. Sie erinnern mich so an meine Tochter. Wirklich. Sie lebt in Amerika. Sie sieht genau aus wie Ruth. Stimmt's? Hm? Genau wie meine Tochter. Komm erst, mein Prinz, zu mir und für mich. Nina, muss denn das sein? Entschuldigen Sie, Frau Wutsch. Komm erst, mein Prinz, zu mir. Nina, entschuldigen Sie, Frau Grubitsch. Entschuldigung, Frau Katz. Drei Familien mit Kind und Kegel in einer so kleinen Wohnung. Das ist ein bisschen eng, wie? Ich hätte ein Zimmer zu vermieten. Zwar nicht das Paradies, aber wir suchen immer nur kultivierte Leute. Was wird bloß aus den Resten? Ach, ich weiß. Ich mache Halskrausen für die Zwerge daraus. Also ganz meine Tochter. Marek, bist du's? Ja. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Papa. Guten Abend. Na, mein Schatz. Papa hat sich eine neue Mütze gekauft. Was? Wofür denn? Für sowas gibst du Geld aus. Ich habe eine Stellung. Ach ja? Was denn für eine? Papa ist bei der Polizei. Bei der Polizei? Ja. Ich mache damit. Musste das sein? Ich wollte es. Als wenn wir nicht schon genug Demütigung ertragen müssten. Und was ist, wenn du die Dreckarbeit machen musst? Ich versuch's mit aller Freundlichkeit. Ach, keine Ahnung. Ihr habt ja keine Ahnung. Eines Tages wirst du dafür noch dankbar sein. Niemals. Hörst du? Hast du ein Zimmer gefunden? Nein, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Nun ja, ich habe eins. Eine Frau, die meint, dass ich wie ihre Tochter aussehe, gibt uns eins. Wir können sofort einziehen. Hast du es gesehen? Nina, nimm sofort die Mütze ab! Ich kann sie nicht sehen, nimm sie ab! Bitte! Nein, danke. Ich will ihn lieber nicht. Ich will ihn nicht.
Nimm ihn dir, mein Kind. Trau dich. Es ist wirklich ein schöner Apfel. Nimm. Los. Trau dich. Ja, ich möchte den Apfel gern. Einen so schönen Apfel habe ich lang nicht mehr gesehen. Haha, oh. Sie wollte schöner sein als ich. Das geschieht dir recht. Nina, der Straps. Nina, der Straps. Stimme. Was für eine Stimme höre ich? Träume ich oder bin ich wach? Willkommen, willkommen. Guten Tag. Tag. Ach, Stufe. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
Das ist Rachel. Sie schläft in der Küche. Ich habe sie in einem Krankenhaus entdeckt, noch vor dem Krieg. Sie hat keine Familie. Leider muss sie immer zu essen. Und das hier ist unser Zimmer. Mein Mann schläft dort. Er mag die Enge. Aber ich brauche viel Platz, weil ich so unruhig schlafe. Und das hier ist ihr's. Es hat einen Ölanstrich. Das ist gesünder, wissen Sie? Das hält die Feuchtigkeit vom Mauerwerk ab. Der Schrank ist ein bisschen klein, tut mir leid. Ich sage Ihnen lieber jetzt schon, Sie können die Kleidung gleich im Koffer lassen. Tja, es ist also nicht feucht, wie? Ach, hat sie Ihnen schon erzählt, dass sie mich so an meine Tochter erinnert? Geradezu unheimlich. Warten Sie erst ab, wenn mein Mann nach Hause kommt, was der erst sagen wird. Die Kleine kann auch unten im Hof spielen. Also machen Sie sich inzwischen bequem, ja? Danke. Ziemlich laut. Das Ganze ist ja völlig verkommen. Tja, wir werden das Zimmer gründlich schrubben müssen. Womit denn? Mit heißem Wasser. Gut, dann hol mir welches. Jetzt komm doch erst mal zur Ruhe. Hol Frau Katz oder frag die Verrückte da in der Küche. Schrei doch nicht so. Ich will sofort anfangen. Bitte! Mami. Wo denn? Da. Da oben. Komm mal her, Liebling. Und genieße die schöne Aussicht. Naja, es ist zwar nicht gerade die Schweiz, aber immerhin. Nicht dort. Da oben. Es wird immer blauer und blauer, je länger man hinsieht. Was ist das? Keine Ahnung. Ein Hund wahrscheinlich. Es wird schon nicht ewig dauern. Bitte schon wieder! Jede Nacht das gleiche Theater! Ich bring den Kerl noch um! Ja? Hätte sie gleich warnen und sollen. Ich bin nachts mehr geschlafen, wenn ich den ganzen Tag über schon hart arbeite. Du halt dich raus. Aber sie werden sich noch dran gewöhnen. Was ist es denn? Elias, ein ehemaliger Talmud-Gelehrter. Er haust bei seinen Schwestern, aber nachts werfen sie ihn immer aus der Wohnung. Ruhe! Aufhören! Ja, übel nehmen kann man sie wirklich nicht, nicht wahr? Na, was habe ich gesagt? Was hat mein Mann gesagt, dass er sie gesehen hat? Genau wie unsere Tochter, hat er gesagt. Gute Nacht. Nacht, Frau Katz. Gute Nacht, Frau Katz.
Was Frau Katz nicht erwähnte, war der Umstand, dass Elias langsam verhungerte, wie viele andere auch.